In diesem Video möchte ich euch die Tigermod von Phoenix Modell vorstellen. In Deutschland wird sie von der Firma D-Power vertrieben. Die Tigermod kommt als ARF-Modell, das heißt, alle Teile sind fertig gebaut, in Holzbauweise und mit Bügelfolie überzogen. Im Mittenbereich verfügt die Tigermod über einen großen Deckel, sodass die Einbauten gut zugänglich sind. Ich habe einen D-Power-Motor der Größe 42-6 eingebaut, gepaart mit einem 60 Ampere Avicon-Regler. Das Ganze betreibe ich mit einem 4S-Lipo-Akku. Wenn man beim Start langsam Gas gibt, ist das Modell gut auf Kurs zu halten. Entgegen der Bauanleitung habe ich den Schwerpunkt deutlich nach hinten verlegt, von 90 mm auf 110 mm. Mit dem zurückverlegten Schwerpunkt lässt sich die Tigermod dann schön langsam fliegen. Es gibt aber keine Tendenz eines Strömungsabrisses. Das Flugbild der Tigermod ist wirklich toll und in der gelben Lackierung ist sie auch immer jederzeit sehr gut zu sehen. Entsprechend dem Original muss man vor dem Looping etwas Fahrt aufnehmen. Die Tigermod hat nur an den unteren Tragflächen Querruder, dennoch ist sie sehr wendig. Natürlich kann man auch wie beim Original Fassrollen fliegen. Mit dem zurückverlegten Schwerpunkt sind Landungen mit geringer Geschwindigkeit überhaupt kein Problem. Man muss allerdings beim Ausrollen auf Gras oder bei Landungen auf Gras damit rechnen, dass das Modell einen kurzen Nicker macht. Die Tigermod ist ein tolles Modell mit super Flugeigenschaften. Mit 1,40 m muss sie nicht mal zerlegt werden, sondern passt aufgebaut in ein Fahrzeug. 4 Zellen Lipo sind vollkommen ausreichend, um die Tigermod vorbildgetreu zu fliegen.